Hallo zusammen und willkommen hier zu einem neuen Video. Und diese Scheiben, diese Duschabtrennung, das ist heute unser Thema. Wir schauen uns mal an, wie man damit in der Badausstattung was Schönes gestalten kann. Aber als allererstes machen wir so eine Scheibe jetzt mal kaputt. Wir machen jetzt den ultimativen Test. Hier vorne haben wir schon so eine Duschscheibe. Das ist also ein Sicherheitsglas für so eine Duschabtrennung. 6 mm dick. Und was die aushält, das könnt ihr jetzt mal beobachten. Also ich wiege gut 80 Kilo und mehr. Und ich stelle mich jetzt mal hier drauf und stehe jetzt hier mittendrin. Und da seht ihr schon, was die kann. Die hält mich, ohne dass sie einfach zerberstet. Also schon ganz schön stabil, so eine Scheibe. Aber was passiert denn jetzt, wenn sie überhaupt kaputt geht? Wir machen jetzt mal den Test, wann bricht so eine Scheibe und wie sind die Splitter? Die sind nämlich eigentlich ungefährlich, aber das seht ihr gleich. Ja, 6 mm. Schauen wir mal, was das ausrichten kann gegen so einen Fäustel. Ich schlage erstmal ein bisschen vorsichtig hier gegen. Wahnsinn, was die aushält. Okay, ich habe ein bisschen Angst. Was soll ich machen? Die geht ja nicht kaputt. Also ganz ehrlich, also sowas habt ihr hoffentlich nicht mit unter der Dusche. Schlagen wir jetzt mal auf die empfindlichste Stelle von so einer Scheibe. Ja, so sieht das Ganze also aus, aber schaut mal, das ist gar nicht so gefährlich. Das sind hier die Bruchstücke davon und wenn ich die jetzt mal hier in meine Hand nehme, ist das überhaupt nicht gefährlich. Ich kann die einfach so packen und hier in meine Hand nehmen und ich verletze mich nicht. Und das ist das Besondere an diesem Sicherheitsglas. ESG-Einscheiben-Sicherheitsglas nennt sich das. Das ist speziell behandelt, dass die Bruchstücke keine scharfkantigen Scherben ergeben. Im Prinzip das gleiche wie beim Auto, hier dann eben für die Dusche. Jetzt gucken wir uns mal an, was man sonst noch so beachten muss. Zum Beispiel bei diesen 8 oder 6 mm Gläsern ist natürlich nicht nur wichtig, dass das Glas stabil ist, sondern auch die ganze Befestigungstechnik. Wenn ich hier mal wackel, also hier wackelt eigentlich nichts. Das Ganze hält wirklich, das Glas ist ja auch ein bisschen schwerer, dadurch, dass das dickeres Glas ist. Also das hält richtig was aus. Dann gucken wir doch zum Beispiel mal das Scharnier hier genauer an. Und zwar hat das hier so eine Hebesenkfunktion. Also wenn ich die Tür öffne, hebt sich die Scheibe und wenn ich das Ganze schließe, senkt sich die Scheibe wieder. Ich denke, das konnte man ganz gut sehen. Das ist natürlich wichtig, wenn ich eine bodenebene Dusche habe, dass das nicht irgendwo über die Fliesen immer schleift, sondern dass sich die Scheibe beim Öffnen so ein bisschen anhebt. Dann ist diese Variante, die wir hier eingesetzt haben, eine teilgerahmte. Das heißt, ich habe hier sowohl Profile, aber sowas hier, die kann ich zum Beispiel die Leisten ganz einfach abnehmen. Das ist zum Beispiel wichtig zum Tausch. Ich sag mal, so eine Magnetleiste, hier habe ich mal eine andere, die ist einfach irgendwo ein Verschleißteil. Da muss ich schon mal nach ein paar Jahren, wenn sich da Kalk abgesetzt hat oder sowas auch mal irgendwie vergilbt, dann muss ich die schon mal wechseln können. Also eine ganz wichtige Funktion. Dann gibt es natürlich tausend Varianten. Es gibt Schiebetüren, es gibt solche Klapptüren. Hier zum Beispiel haben wir auch diese Scheibe, die an der Badewanne angrenzt. Die ist klappbar. Ich kann die also zum Reinigen, kann ich die Scheibe hier wegklappen. Kann jetzt hier wirklich ganz schön auch diese Fläche an der Wanne, kann ich ganz einfach reinigen. Und habe hier auch wieder eine glatte Scheibe, die ich reinigen kann. Ich habe hier nicht irgendwo was Aufgesetztes. Da gibt es natürlich verschiedene Möglichkeiten. Von solchen Gläsern gibt es jetzt natürlich noch verschiedene Varianten. Es gibt hier Glasbeschichtungen, es gibt Glassatinierungen und es gibt auch von der Beschlagstechnik verschiedene Modelle. Und die zeige ich euch jetzt. Hier habe ich mal ein bisschen was vorbereitet. Hier habe ich zum Beispiel verschiedene Beschläge. Diese Profile, die kennt ihr ja schon, die hatten wir ja eben auch, die eben auf der Wand angebracht werden, wo dann das Glas eingesetzt werden kann. Das ist, wie gesagt, so diese teilgerahmte Technik oder auch
Man nimmt direkt nur solche Winkel, die auf die Wand montiert werden und wo das Glas dann eingesetzt wird. Dann wird der Rest, der hier übrig bleibt, das ist nur eine kleine Fuge, die wird mit Silikon abgedichtet. Und auch von den Beschlägen gibt es verschiedene Varianten. Das hier ist also auch ein Scharnier, was sich zum Beispiel nach innen und nach außen öffnen lässt. Das ist zum Beispiel die Besonderheit bei diesem Scharnier. Hier übrigens jetzt mal eins ohne diese Hebesenktechnik. Also je nach Einbausituation berät natürlich euer Fachhandwerker. Der hat da die richtigen Lösungen und kann eben berücksichtigen, braucht ihr da eine Hebesenkvorrichtung oder nicht. Und hier habe ich ein Scharnier, also auch für eine rahmenlose Dusche, wieder mit diesem Hebesenkmechanismus. Ja, der Fachhandwerker, der ist natürlich für euch besonders wichtig, denn nur bei dem bekommt ihr diese hochwertigen Scheiben, die wir auch eben gezeigt haben, mit diesen 6 mm oder sogar 8 mm Glas, die schön stabil sind. Deutlich preiswertere sind dann nämlich 4 mm und noch dünner. Das wackelt natürlich alles und rahmenlos kann man damit auf keinen Fall machen. Und deswegen empfehlen wir euch auf jeden Fall, einen Fachbetrieb der Innung zu wählen. Und den findet ihr bei uns auf shk-info.de. Ja, was ich jetzt noch nicht erwähnt hatte, sind die Glasbeschichtungen. Hier haben wir nochmal diese Satinierung. Die kann man zum Beispiel entweder voll satiniert nehmen oder man macht die Satinierung nur in diesem Intimbereich. Da gibt es auch verschiedene Formen, wie hier zum Beispiel verschiedene Muster, die man dann nutzen kann, oder auch verschiedene Farben. Für diese Scheiben gibt es auch noch eine tolle Beschichtung, nämlich die dafür sorgt, dass Kalk hier drauf nicht so schnell anhaftet und mit dem Wasser weggespült wird. Das erleichtert natürlich erheblich die Reinigung so einer Scheibe. Außerdem, was euer Fachhandwerker auch noch kann, solche Scheiben ganz individuell auf Maß anfertigen lassen. Das heißt, wenn ihr irgendwo Dachschrägen habt oder andere Vorsprünge, zum Beispiel für eine Sitzbank oder eine Badewanne, dann wird da genau auf Maß die Scheibe für ausgemessen und angefertigt. Dann blenden wir euch jetzt mal ein paar Beispiele ein, die uns zugesendet worden sind aus unserer Handwerker-Community.